SSC Shorts, der schnelle Newsletter zum Hören. Du machst bald deinen Schulabschluss oder hast ihn schon in der Tasche? Wir, der Studierendenservice, helfen dir bei der Studienwahl und dem Bewerbungsprozess und versorgen dich mit allen wichtigen Terminen und Neuigkeiten. Das alles kurz und kompakt, eben SSC Shorts. Dates and News. Aufgepasst! Die Bewerbungsfrist für alle zulassungsbeschränkten Fächer ist abgelaufen. Ab sofort kannst du dich für zulassungsfreie Fächer direkt einschreiben. Alle Infos unter www.hu.de/Bewerbung. Neues Einschreibeverfahren an der HU. Die Einschreibung an der HU läuft ab diesem Wintersemester online ab. Dazu loggst du dich einfach in unser System HISN1 ein und erfährst, welche Dokumente du noch einreichen bzw. hochladen musst. Nicht verpassen! Wenn du dich für den Test für medizinische Studiengänge 2023 im Frühjahr anmelden willst, verpasse nicht die Anmeldephase im Januar. Alle wichtigen Infos rund um den TMS findest du unter www.tms-info.org. Messetermine. Wir und andere Hochschulen sind im Herbst und Winter auf vielen Messen in NRW anzutreffen. Wenn du dich noch für ein Studienfach entscheiden musst und erst einmal einen Überblick über die Angebote brauchst, ist das eine tolle Möglichkeit, um dir Orientierung zu verschaffen. Unsere Messetermine haben wir für dich auf www.hu.de/messen zusammengestellt. Das waren die aktuellen Dates and News vom Studierendenservice der HU. Laut ausgesprochen. Angst vor einer falschen Entscheidung. Falsch oder nicht falsch, das ist hier die Frage. Keine Sorge, wir werden hier kein Sonett von Shakespeare analysieren. Es geht schlicht und ergreifend um diese monumental wichtige, lebensverändernde Entscheidung der Studien- und Berufswahl. Schule, Abi, das war einmal. Nun geht es raus in die Welt. Zeit, ein paar Entscheidungen zu treffen. Na, macht sich da bereits ein beklemmendes Gefühl in deinem Bauch breit? In der heutigen Zeit gibt es so viele Möglichkeiten, was Menschen mit ihrem Leben anfangen können. Nichts ist unmöglich, mach dein Ding. Diese Fülle an Optionen kann atemberaubend schön und gleichzeitig furchteinflößend sein. Doch was, wenn die Wahl zur Qual wird? Gerade diese Entscheidung, welchen beruflichen Weg wir einschlagen wollen, kann uns so richtig schwerfallen. Denn sich zu entscheiden bedeutet gleichzeitig, andere Möglichkeiten auszuschließen. Und das fühlt sich nie gut an. Was ist, wenn ich mich falsch entscheide? Dann ist alles vorbei und ich komme niemals wieder raus. Wenn dich solche Sorgen bewegen, kann es passieren, dass du lieber in dem Zustand des Nicht-Entscheidens verharren möchtest. Keine Entscheidung zu treffen bedeutet, ich habe noch alle Optionen. Es bedeutet aber auch Stillstand. Und Stillstand bringt uns nicht weiter. Gibt es also nichts, was man tun kann? Bin ich meinen Sorgen einfach so ausgeliefert? Einige Studieninteressierte trauen sich nicht, offen zuzugeben, dass sie Angst vor ihrer Berufs- oder Studienentscheidung haben. Was viele gar nicht wissen, so geht es ganz vielen Menschen. Veränderungen können uns schon mal einiges abverlangen. Hilflos ausgeliefert sind wir dieser Situation allerdings nicht, denn wir können einiges tun, um vorwärts zu kommen. Sammle Informationen über deinen Wunschstudiengang und nutze Angebote zur Studienorientierung, um ein genaueres Bild zu bekommen. Die Angebote der HHU findest du unter www.hhu.de/studieninteressierte. Lass dich beraten. An jeder Hochschule gibt es die Möglichkeit, mit den StudienberaterInnen vor Ort deine Situation, Vorstellungen und Optionen gemeinsam durchzugehen. Frage die Menschen in deinem Umfeld, ob sie immer gewusst haben, was sie später machen wollen. Die Antworten werden dich erstaunen, vertrau mir. Erwarte keine Wunder. Gib dir Zeit bei der Wahl. Sieh es vielleicht als ein großes Puzzle, das womöglich niemals fertig wird, aber mit jeder neuen Auseinandersetzung und Beschäftigung mit deinen Wünschen und Fähigkeiten kommen einige Teile dazu. Und irgendwann lässt sich ein großes Ganzes erkennen. Und dann triff deine Entscheidung. Du hast gute Vorarbeit geleistet und wirst eine Entscheidung treffen, die sich in diesem Augenblick richtig und gut anfühlt. Ob sie wirklich richtig für dich ist, wird sich zeigen, denn hundertprozentige Sicherheit gibt es nicht. Was, wenn es sich doch als falsch herausstellt? Bin ich dann für immer gefangen? Ein Studiengang oder Job kann gewechselt werden. Abgeschnittene Haare wachsen wieder nach. Kurzum, manche Entscheidungen können rückgängig gemacht werden. Die Informationen und Erfahrungen, die du in der Zeit gesammelt hast, kannst du nutzen, um eine neue Richtung einzuschlagen. Unterstützung findest du dann auch bei uns in der Studienberatung. Also, lasst uns beginnen und mach dein Ding. Herzliche Grüße, deine StudienberaterInnen an der Uni Düsseldorf. Das war SSC Shorts, der schnelle Newsletter zum Hören. Verpasst keine Folge, bleib auf dem Laufenden über Instagram, YouTube und Spotify.